Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja, wir haben jetzt endlich den dritten Akt angefangen. Drittes Kapitel, besser gesagt. Und sollen wir die Schatten die Beaufträge erfüllen? Ja. Das ist die eine Sache. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ja, Gruppe sammelt euch. Die andere Sache ist, ich habe mal nachgeguckt, wo unser Problem mit die Jagd auf Valiga Kotala ist, dass wir das da auch mal aus dem Menü rauskriegen. Und zwar müssen wir dazu gucken, dass wir Valiga finden, der wahrscheinlich nicht hier in seinem Haus sein wird. Sondern höchstwahrscheinlich wieder draußen sein wird. Was immer ihr wünscht. In den Umma-Hügeln. Nein, das war zu erwarten, dass er nicht hier ist. Natürlich. Weil scheinbar haben wir durch das Unfinished Business noch einen Zusatz mit der Frau, die in dem Tagebucheintrag erwähnt wird und die. Ja, die wir schon getroffen haben. Scheint durch Unfinished Business noch etwas hinzugekommen zu sein. Und dadurch geht das halt erst weg, wenn wir mit Valiga Kotala hier im Hafenviertel auftauchen. Also werde ich das einfach mal der Vollständigkeit halber erledigen. Erst die Tempelruinen, weil von da aus kommen wir schnell zu seiner Hütte. Feinde haben euch aufgelauert. Verteidigt euch! Für die Gefallenen! Ah! So. Ich habe wenigstens ein bisschen Erfahrung noch unterwegs. Was kann ich tun? Vita, Momus, Vita, Momus. Ja? Vita, Momus. Auch wenn das Yoshimo etwas angekratzt hat. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder zu erwarten. Vita, Momus, Vita, ich bin bereit. Momus. Na, noch nicht ganz. Alle anderen sehen soweit gesund aus, bis auf Yahira. Deswegen Yahira heile ich nochmal selber. Gut, dann können wir ja weiter. Die Leichen überlassen wir mal ihrem Schicksal. So, von hier aus zu den Umma-Hügeln. Da müssten wir nämlich oben rauskommen, hoffe ich mal. Was möchtet ihr? Genau, direkt bei seiner Hütte. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Habt ihr beide da hinten keinen Bock zu kommen? So. Erzählt mir. Seid mir erneut gegrüßt, mein Freund. Habt ihr euch mein Ansinnen, euch auf euren Reisen zu begleiten, noch einmal überlegt? Bo muss wissen, ob wir bei der Gruppe bleiben Geht sollen zur Kupferkrone, Minsk. Ja, keine. Wir erledigen das schnell, dann schicken wir Valiga weg. Nun gut. Wer hat die Raubkatzen eingeladen? Das Gute ist heute auf unserer Seite. Ich werde rasch zu Ende bringen. Gefleckter Löwe. War das nicht eigentlich ein Leopard? So, Docs.
Bingo. Ich habe genug von euch. Valiga, Valiga, seid ihr es wirklich? Sona Seni. Oh, ihr wisst gar nicht, wie ich mich danach sehnte, euer schönes Gesicht wiederzusehen. Ich habe euch so sehr vermisst. Ich bedauere, dass ich euch so plötzlich unter der Erklärung verlassen musste. Es schmerzt in meiner Seele zu wissen, euch verletzt zu haben. Oh, Valiga, ich weiß. Ich sprach mit Hervun, nachdem ich mehrere Tage von euch nichts hörte. Diese verdammten Magier. Ihre politische Hexerei liegt wie ein Fluch auf dieser Stadt. Ich bin so froh zu sehen, dass es euch gut geht. Ja, meine Liebste, mir geht es gut. Talisa hat mich in meiner Hütte aufgesucht und mir angeboten, mich bei der Suche nach Lavok zu unterstützen. Habt ihr das wirklich? Habt ihr das wirklich Talisa zugesagt? Valiga, ihr dürft euch nicht mit diesem Mann verbinden. Er ist böse, ein Kind Bals. Ihr könnt ihm nicht trauen. Talisa ist immer noch eine Frau. Sona, ich bin weit mit Talisa gereist und ich weiß, dass sie ein Kind von Bals ist, aber ich würde ihr mein Leben vertrauen. Woher weißt du, was ich bin? Nein, Valiga, ich bitte euch. Reist nicht mit Talisa. Sona ist etwas nicht in Ordnung. Ihr fällt doch sonst nicht so schnell Note über andere. Warum misstraut ihr Talisa so? Ich kann es nicht erklären. Ich bedauere, ich muss gehen. Vielleicht sehe ich euch bald wieder. Auf Wiedersehen. Sona, warte. Ja, ich bin noch immer da. Ich verstehe nicht, Talisa. Ich habe Sona viele Jahre gekannt und sie hat mich noch nie, hat sich noch nie so benommen. Es ist, als wäre sie nicht sie selbst. Es ist schon in Ordnung, Valiga. Ich bin an die Reaktion von Leuten, die von meinem Erbe gehört haben, gewohnt. Sagt mir, wo habt ihr euch mit Sona getroffen? Was wisst ihr von dieser Frau? Redet Waldläufer. Nehmen wir das Erste. Wir trafen uns vor vielen Jahren, bevor ich ein Pfadfinder im Militär von Am wurde. Eines Tages war ich auf dem Weg von den Umma-Hügeln zurück nach Alt-Katla. Sie war als Aufklärerin unterwegs und verwechselte mich mit einem Banditen. Als sie merkte, dass ich lediglich ein Reisender war, begannen wir zu reden und fanden, dass wir viel gemeinsam hatten. Wir traten die Reise zurück nach Alt-Katla zusammen an und verbrachten anschließend viel Zeit miteinander in der Stadt. Eines Tages wandte sich ein mächtiger Zauberer an sie. Ich kannte seinen Namen nicht. Mich wunderte nur, dass er so an Sona interessiert war. Leider konnte ich sie nicht mehr danach fragen, denn ich war kurz darauf gezwungen, aus der Stadt zu flüchten. Vielleicht treffen wir sie wieder und sie kann uns sagen, warum sie das alles tat. Vielleicht, wir sollten weitergehen. Ich fürchte, wir haben noch einen langen Weg vor uns. So. Hat das was gemacht? Nein, hier nicht. Hier auch nicht. Ehre für Am! Und an dem Tag war ich unten im Hafen, ich war und ich schaue einem der großen Lastkinder aus Kalimport beim Entladen zu. Und wisst ihr, was ich da sah? Was habt ihr gesehen? Ich sah, wie sie Leute vom Schiff holten. Sklaven natürlich, also sagte ich denen, sie brauchen eine Genehmigung, nicht wahr? Und natürlich, hey, seid ihr immer noch da? Wir haben euch gesagt, dass ihr verschwinden sollt, haupt ab. Wenn ihr es wollt. Natürlich. Gut, sie ist auf jeden Fall nicht hierher verschwunden. Wenn es das ist, was ihr wollt. Dann gehen wir mal kurz zu Valigas Haus zurück. Mal sehen, ob da was passiert. Elvan, der Verrückte, haben wir schon mit dir geredet? Ich wollte hier nur ein paar Blümchen pflücken, ehrlich. Hihi. Okay, der ist einfach nur verrückt. Gut. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Ja, stimmt. Wir sind ja ohne Rast einlegen. Gegangen. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ich grüße euch, mein Meister. Darf ich hoffen, dass alles zum Besten steht? So gut, wie man es erwarten kann, Herr Wund. Danke und macht weiter. Natürlich, Meister. Wir kommen daheim. Keine. Nun gut. Was möchtet ihr?
gut, dann bleibt das eben so, wie es ist. Wir gehen zur Kupferkrone zurück. Vielleicht ist sie ja jetzt in den Slums. Wieder, um sich dort zu betrinken. Die Slums. Erzählt mir mehr davon. Weil hier hatten wir sie eigentlich das erste Mal getroffen gehabt. Ihr müsst eure... Aber hier ist sie auch nicht. Keine große Herausforderung. Also dann Minsk. Dort, wo der übel riechende Gestank des Bösen hingeht, dort weht auch der reinigende Wind in Gestalt von Minsk und Bo hin. War es das? Ich muss wissen, ob wie ihr wünscht. Ich werde nach Atkatla zurückkehren, in meine Heimat. Wenn ihr es euch eines Tages anders überlegt, würde ich gerne wieder mit euch reisen. In Ordnung. Ich glaube, es gibt in dieser Welt noch vieles für mich zu sehen. Braucht ihr etwas? Schon erledigt. So, dann rasten wir mal kurz, damit Airy nicht mehr rumjammert. Irgendwelche besondere Ausrüstung haben wir gerade nicht, die wir verkaufen sollten. Nö. Ja, wenn ihr es wollt. Bei mir ist das Bier billig. Rast und Gutes. Fragt natürlich. Hat sich eigentlich sonst was in meinem Tagebuch getan? Das war das. Das war auch nichts Neues. Erledigte Aufgaben steht hier noch nichts im dritten Kapitel. Ihr müsst eure Gruppe. Von daher, wir müssen jetzt ins Brückenviertel. Da haben wir ja, glaube ich, auch einen neuen Tagebucheintrag gekriegt. Aufgaben nach Datum. Ich habe Mok im Hafenviertel getroffen. Sie hat mir von einem Mann berichtet, der schon mehrere Male um das Lager ausgeschlichen ist und es offenbar auskundschaftet. Als er erneut auftauchte, hat sie ihn angesprochen und er hat sie einfach getötet. Wir haben dem Mann aber besser gesagt, dieses Wesen besiegt. Er hat sie vor unseren Augen in eine Nebelwolke. Das kennen wir ja schon. Ich habe Aachen über die Ereignisse am Hafen informiert. Seine Besorgnis ist nur noch gestiegen. Als nächstes soll ich in das Obergeschoss des Wirtshauses der Fünf Krüge im Brückenviertel gehen. Da werde ich auf zwei Schattendiebe namens Jalos und Kane treffen, die zu einer rivalisierenden Gilde überlaufen wollen. Vielleicht gelingt es mir ja vorzutäuschen, ebenfalls ein neuer Rekrut zu sein. Wenn alles gut geht, gelingt es mir vielleicht sogar, ihren Kontaktmann an der Nase herumzuführen. So kann ich den Standort des Hauptquartiers der rein rivalisierenden Gilde herausfinden. Dann kann Aran ihren Aktivitäten einen Riegel vorschieben, sodass sie seine Leute nicht mehr weiter stören. Ist das alles erledigt, können wir uns endlich daran machen, Imoen zu finden. Er scheint es wirklich ehrlich zu meinen. Wenn es das ist, was ja, er ist halt auf mich angewiesen. Das ist nun mal so. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ich muss übrigens daran denken, wenn ich jetzt auf Vampire treffe, sind sie aggro. Was nachts halt immer mal wieder gerne passieren kann. Keine große Herausforderung. Da ist Herr Dallas. Das ist hier niemand Besonderes. Ihr müsst eure Gruppe. Nun gut.